Hey, hört auf rumzuhüpfen. Ernsthaft. Ja, ich will hier eine ordentliche Ansage machen. Also, ordentliche Ansage in 3, 2, also, was willst du denn hier? Geh mal weg. Geh mal weg, du gehörst nicht zum Video. Ja, der weiß ganz genau, dass wir ein Video machen und will deswegen auch auf dem Screen sein. Das ist fies. Okay, wir spielen heute Mein Will. Geh mir aus der Latichte, mein Güte. Den töten wir als erstes, okay? So, mit uns tötet der Kill Me or Die. Wie noch bekannt aus unseren Battlefield-Let's Plays. Und der ist da. Der ist heute das erste Mal dabei in einem meiner Videos. Hallo. Hallo. Okay, so. Der ist da, weiß, was hier Sache ist. Ich bin hier ein total unbeschriebenes Blatt. Der Kill Me or Die hat eben eine Runde ganz alleine gewonnen. Immer Alleingang quasi. Der weiß selber nicht, wie er das geschafft hat. Ja, ich habe ja nicht mal einen Gegner gesehen, also. Ja, das ist ein ganz gewiefter, der tut immer so unschuldig. So, also um zu starten in diesem komischen Spiel hier, muss man was machen? T, Slash und Begin Game, ne? So war das auch irgendwie. Ja. Und um die Anfangsphase zu überspringen, T, Slash, Skip. Skip. So, ich guck mal, ob ich irgendwelche Kisten finde. Ich hatte hier vorhin irgendwo eine gesehen. Wenn es denn die gleiche Karte wäre. Sie ist natürlich nicht die gleiche Karte. Ich habe auch Kisten gesehen, also das war jetzt... Ich habe aber die Kisten erst im späteren Fall aufgeholt. Am Anfang ist es immer die gleiche Karte. Am Anfang ist es immer die gleiche Karte. Wir müssen versuchen, dieses Jump'n'Run hier zu schaffen. Ey! Oh, okay. Kisten! Ein Schloss! Das hier ist ziemlich geil und ich kann mich nicht bewegen. Ja. Das ist auch schön. Das ist natürlich total toll. Ey, die haben mir die Kisten geklaut. Ich hab schon ein Schwert, ist ja geil. Hat irgendjemand zwei Schwerter? Nein, gerade noch nicht. Ich guck mal, ob ein Schwert wäre ja schon geil. Weil ich komme hier nicht voran. Mein Minecraft lässt mich nicht. Das ist so, als würde da ein Gummiband sein, was mich immer wieder zurückskippen lässt. Das ist scheiße. Tja, also ich habe hier auch gerade so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ich hätte hier beinahe ein Schwert haben können. Jetzt gehe ich hier gerade außen rum durch diesen komischen Schlossgarten. Ey, ich habe eine versteckte Kiste gefunden. Das ist ja geil. Wow, ich habe einen Holzknüppel. Wuhu. Man, in vielen Kisten gibt es auch Pfeil und Bogen. Also 32 Pfeile und einen Bogen. Ja, meine versteckte Kiste, die hat ja überhaupt nichts gebracht. Wie fies ist das denn bitte? Na, ich werd am Anfang wieder gekillt, weil alle sehen, dass ich kein Schwert habe und mich nicht verteidigen kann. Ich bin ein Traitor, was heißt das denn? Oh, ich weiß auch gerade nicht, was ich bin. Ah, ich bin ein Innocent. Das ist cool. Aha. Ach ja. Diese Innocent Terrorist. Nein, die töten mich. Scheiße. Warte mal, du bist der Traitor, Sascha? Ja. Bin ich dann Täter oder bin ich dann Mörder? Du bist dann Täter. Traitor? Cool, ich bin auch einer. Ihr seid die beiden Mörder? Ja. Es gibt cool. Mal vier. Ich habe einen Traitor Point. Was bringt mir denn ein Traitor Point? Traitor Point? Du darfst niemals mit Waffen rumlaufen, also nimm deine Waffen weg und tu so, als würdest du Schatztruhen einfach nur suchen. Ja, ganz toll. Ich habe hier eben Bogen eingesammelt, aber irgend so ein Vollbronko ist über meine Pfeile gelaufen. Flori-Test. Die wollen jetzt, dass du in die Testmaschine reingehst. Welche Testmaschine? Wo ist die? Keine Ahnung. Die ist immer irgendwo anders. Jedenfalls, sobald du stirbst, bist du der Traitor. Ey! Aber da du nicht der Traitor bist, wirst du auch nicht sind sterben. Die denn total bescheuert? Die haben mich hier jetzt abgeschossen. Ups, schreibt er noch in Chat. Ich wollte gerade fragen, wo diese blöde Maschine ist. Meine Güte. Wo ist denn wow, die? Ich habe einen Pfeil gedroppt. Ich verfolge hier so einen. Ich glaube, den. Was ist denn das, wenn sein Nametag rot ist? Darf ich den abschlachten? Was? Oh, mach ich einfach. Ich schlag die einfach ab. Passt schon. Pass auf. Im blauen Jogginganzug, ne? Der wird dich jetzt wahrscheinlich versuchen umzubringen, genau, bring ihn auch um. Ja. Hat zum Glück keiner gesehen geil, hier draußen. Das waren zwei Mörder. Oh, du hast zwei. Alle, die ein rotes Nametag haben, wenn du ein Mörder bist, nicht schlagen. Oh. Egal. Ich habe mich hier ziemlich gut versteckt. Ich hatte insgesamt zwei Traitor Points und jetzt sind es irgendwie minus 30 oder so. Wow, damit bist du ja wahrscheinlich ziemlich der Hammer. Wahrscheinlich findest du jetzt noch zufällig diese Testmaschine. Ich habe die schon mal gesehen. Echt? Wo? Ich würde gerne wissen, wo die ist. Also. Boah, Leute, hier sind so viele Kollegen gerade. Ich werde mal ein bisschen versuchen abzuhauen, glaube ich. Ich verfolge dich übrigens, ne? Also hier unsichtbar. Ja, ich weiß. Kann ich mitleben. Guck mal, da ist. Ist da einer? Ja, da ist einer. Auf jeden. Ich habe mal gerade auf jeden in Ruhe gelassen. Hier ist einer.
Naja, das war jetzt ein bisschen scheiße. Das haben nicht alle gesehen, die da unten waren. Ey, du hast jetzt Pfeil im Bogen, ne? Ja, ich habe so viel schon. Dich verfolgt einer hinter dir. Kommt gleich an die Treppe runter, der wird dich schlagen. Nicht? Hinter dir laufen zwei. Nein. Hinter Kimi und Dai laufen zwei, ja. Ein ganzes Gegnerteam, lol. Nein, nicht ein ganzes Gegnerteam, nur zwei. Mach sie fertig. Nur zwei, kein Problem, chill. Alles, ja, okay. Greifen mich an. Jetzt sind es drei. Ja, ich weiß. Die haben dich jetzt natürlich, weil die es in Chat geschrieben haben. Jetzt wissen die es natürlich. Die schießen ja übrigens mit Pfeilen auf dich, falls du es noch nicht bemerkt hast. Bunny Hopper, scheiße. Naja, es war ja fast gut. So, der da ist ja jetzt. Aber ich habe zwei meiner Kollegen klar gemacht, also. Ja, die müssten ja eigentlich danken. Hä, warum können die Toten dann bitte schreiben, wer ein Mörder ist? Wie behindert ist das denn? Tja. Die Toten, also ja, die können auch Hinweise geben, bloß es muss nicht der Mörder sein, weil es viele genug gibt, die einfach sinnlos töten. Ja, es ist aber trotzdem dämlich, finde ich, wenn dann Tote schreiben können. Der da ist da, wo bist du überhaupt? Sag mal. Sag ich nicht. Ja, komm, mir kannst du sagen, ich schreib's ja nicht in den Chat. Noch? Du bist doch auch schon tot, oder? Nee, ich lebe noch, ich bin der letzte Mörder. Eben, er ist der letzte Mörder. Übrigens, hier liegt ein Schwert, naja, egal. Ich würde gerne wissen, Problem wo du bist. Das Problem ist, wenn ich jetzt Bunge verrate, dann killt er mich. Nein, Quatsch, das sage ich doch niemand. Außerdem kann ich dich nicht killen, ich bin schon tot. Ach, du bist schon tot? Ja, ich bin schon seit einer ganzen Weile tot, so seit 30 Minuten ungefähr. Hier ist so ein Balkon auf der Außenseite und ich verstecke mich hier hinter dem Gemäuer. Ein Balkon auf der Außenseite, okay. Ja, da sind so Treppen, wenn du die hochgehst, ist da so ein kleiner Balkon mit zwei Bäumen. Ah. Übrigens, weißt du, was cool ist? Was? Ja. Ich habe den Sinn dieses Spiels verstanden. Oh. Oh, ja, das ist ja auch schon mal eine Leistung. Ah, ich habe den Balkon gefunden. Ich bin auf dem Weg zu dir. Boah, ist das mal eine schöne Karte, muss ich echt mal sagen. Also ich finde dieses Spiel ziemlich geil. Besser als Hunger Games. Naja, ich kann dazu... Aber das liegt nur daran... Weil ich bis jetzt als Mörder 300 Mal meine eigenen Kollegen abgeschlachtet habe, was ja auch schon ganz geil ist. Hör, die schlachten sich gegenseitig ab. Die sind nicht böse und schlachten sich gegenseitig ab. Aha. Oh, Swag war doch noch. Stimmt, ich kann ja sehen, wer alles ein Traitor war. Ja, und vor allen Dingen sehe ich dich gerade, der lebst du nicht mehr, oder was? Ja, doch, er lebt noch. Aber vor allen Dingen, Also, wie gesagt, merkt euch, wenn ihr Mörder seid, also Traitor, dann schlachtet nicht die Roten ab. Die sind eure Verbündeten. Hätte man mal wissen müssen. Das hätte ich nicht wissen müssen. Wartet mal, ich werde angerufen. Ich bin auch gerade ganz kurz weg. Das schaffst du schon, du managst das alleine. Weil ich denke, du findest dieses Spiel nur deshalb so geil, weil du auf die Hunger Games Server noch gar nicht drauf gekommen bist, kann das sein? Doch, ich hatte bei meinem alten Minecraft ziemlich fast alle Hunger Games Server aufgelistet. Hab's auch mit einem guten Freund von mir gespielt. Bloß ich finde dieses Spiel besser, weil es einen tieferen Sinn hat als Hunger Games. Tieferer Sinn, ja, aber gut. Naja, hat beides. Sehr viel Sinn. Ich sehe dich. Killer. Wirklich? Ja, ich stehe direkt vor dir. Das sehe ich gar nicht. Warte mal. Ach ja, du bist ein Geist, das kann ich gar nicht sehen. Ach wirklich? Passt mal bitte auf, sobald jemand kommt, sagt mir mal bitte, damit ich abhauen kann. Inwiefern? Also ich kann dir Bescheid sagen, wenn jemand die Treppe hochkommt, aber ich muss sowieso bald weg. Scheiße, nein! Was denn? Schon tot? Guck mal, was im Textchat steht. Was steht denn im Text jetzt? Drei Spieler sind übrig. Es sind. Warte mal, ich kann dir die Position sagen. Du bist ein Killer, mach. Was? Du bist ein Killer. Hol dir die zwei Typen. Ich kann dir sagen, wo die sind. Ich habe keine einzige Waffe, ne? Was? Immer noch nicht? Echt nicht? Der Typ hat sich sofort versteckt, ne? Ich hatte drei Bögen. Okay, Also, ich kann dir sagen, wo die nächste Waffe liegt. Also, der erste Typ ist in der mittleren Halle. Der hat ein Steinschwert. Und der andere. Die killen sich jetzt gegenseitig. Die killen sich gegenseitig. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Okay, die schlachten sich gegenseitig, aber es ist gleich nur noch einer. Ja, ich verfolge das hier gerade. Der ist da, komm sofort hier runter. Und wenn du dann auf der Treppe bist, da ist ja so ein Balkon auf der rechten Seite. Und dort liegt ein Holzschwert, das kannst du hier greifen. Die schlachten sich hier gerade gegenseitig ab. Wenn die beide runtergelevelt sind, kannst du beide... Okay, jetzt ist einer tot. Okay, jetzt ist der eine tot. Er hat Sachen fallen gelassen, unter anderem Bögen, ganz viele Pfeile und ein Schwert. Wenn du den Typ mal reißt, er kommt direkt zu dir hoch. Ja, da ist er, kommt direkt zu dir hoch. Achtung, der kommt in deine Richtung. Nein, verdammt, scheiße. Ja, schade. Ich sag noch, hau da ab. Okay, ich muss jetzt... Wie kann ich denn? Ich war da im Ende, na egal.
Okay, bis zur nächsten Folge von Mineville oder was auch immer. Trouble in Mineville. Ist mir doch egal. Ich sag hier die Ansagen. Mach das. So Leute, bis in 30, 40 Sekunden.